Wurm, hier ist der Peter von Barbecue Alperlach. Heute machen wir wieder einen Ausflug. Wo fahren wir hin? Nach? Land's End. Land's End, das Ende des Landes. Also der westlichste Punkt von Great Britain. Gehört zu Cornwall, oder? Ja. Da wandert er dabei eine Frau überholt. Wir sind ja auf der Autobahn. Ne, ist ja gar keine Autobahn, oder? Das ist eine Autobahn. Okay, also auf der M5, glaube ich sogar. Gell? Nee, A30 sind wir. Wurscht, also auf so einer schnellen Straße. Und jetzt schauen wir mal, was der Tag bringt. Zumindest bringt er erstmal Sonnenschein, wie sich das gehört für England. Auf der Autobahn sind wir letztes Jahr noch ganz schön gestanden. Oder ist ja gar keine Autobahn, ist eine Schnellstraße. Und unser Navi hupt die ganze Zeit, weil es der Meinung ist, hier darf man nur 65 fahren. Darfst aber 115 fahren. Aber das weiß es nicht. Und deswegen haben wir hier einen Bim-Bim-Bim-Terror. Aber dafür ist die Straße neu und schön. Jalil. Nach 100 Metern fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Dritte Ausfahrt. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Dritte Ausfahrt. Ja, da waren wir jetzt im Lidl in Cornwall, gell? Spontan. Spontan eingekauft. Ganz anders als daheim. Ich habe ja ein paar Bilder gezeigt, die kommen das mit der Kamera da nicht so rumlaufen da drin. 8 Stunden später. Einfach. Wie lange waren wir unterwegs? Aber schon. Drei Stunden, Entschuldigung. Gefühlte 8 Stunden. Hier der Radlfahrer schon. Der hat uns, glaube ich, schon 2 Mal überholt. Jetzt sind wir in Penzance. Und jetzt sieht man endlich mal das Meer. Da schaut, da ist das Meer. Ist er rein in den nächsten Roundabout und dann nach rechts. Nach 300 Metern biegen Sie im Kreisverkehr rechts ab. Vierte Ausfahrt, A30 Richtung Penzance. Penzance, gell? So spricht unser Navi Penzance aus. 4 Kilometer sind wir noch weg vom Landesende. Das müsste dann irgendwann ein bisschen kitschig werden, oder? Normal so mit Steilküsten und so. Bin gespannt. Hier ist The Last Inn in England. Also, letzte Kneipe in England. Das heißt, hier ist irgendwo England zu Ende, oder? Endland. Ende Gelände, oder? Kaum was los. Yes, das war ja so ein voller Parkplatz. Welcome to Land's End. Land's End. Wisst ihr, warum ich da unbedingt her wollte? Weil meine Schuhe von da kommen. Schaut's mal. Ich hoffe, das kann man liest. Weder Schuhe are coming home. Hey, guck mal, der nächste Mal noch was kommt. Müssen wir natürlich reinschauen. Toilette gibt's auch. Meine Tochter war beinahe wieder in ein Auto gelaufen. Es ist ja vor allem ein gigantisches Besucherzentrum mit verschiedenen Läden, wo sie das Zeug andrehen wollen. Ja, jetzt schauen wir mal ein bisschen rum.
Aber es dauert natürlich mehr und die letzte Klippe von England. Wir werden jetzt dann darüber gehen auf diese kleine Klippe, da steht ein Haus, vermutlich das letzte Haus in England. Ja, und da hinter mir ist dann das Last House in England, das Last Gift and Refreshment House. Also gibt es sogar Gifts oder Geschenke, Gifts. Und Refreshments, also von Bier bis Kaffee oder jetzt ein nice cup of tea, wie man das hier macht, gell? Also und da schauen wir darüber, da ist dann England zu Ende. Jetzt sind wir schon am Heimweg, gell? Schöner Tag war's. Und jetzt gucken wir hier nochmal so ein bisschen durch Cornwalls Straßenheim, weil es einfach schön ist. Diese kleinen Dörfer, es ist wirklich wunderschön. Ein Fish and Chips. Ja, wir brauchen aber erst in einer Stunde an. Aber da gab es jetzt Fish and Chips. Oh, war sehr hübsch hier. Die High Street, Schatz, ja? Ist das St. Just? Ja. St. Just, also St. Just. Fahren wir durch. Typisches englisches Städtchen, kleines Städtchen. Sehr nett. In Cornwall hat man früher Zinn abgebaut. Das war so das Zentrum der europäischen Zinnindustrieabbau. Hat man für verschiedene Legierungen gebraucht. Und hier gibt es auch noch so ein, zwei alte Zinnminen und Veredelungsbetriebe. Aber ich glaube, die sind alle dicht. Aber die stehen halt noch rum so als Industriedenkmäler. Wenn wir Glück haben, sehen wir noch eins. Dann zeige ich euch noch eins, was aus der herkommt. Da ist es. Also aussehen tut es, sieht es schon so, wie es sein sollte. Das könnte hier so bergarbeitermäßig, gell, von den Häusern her sein. Wir vermuten mal, dass das hier so ein Bergarbeiterdorf ist. Jawohl, der ADAC. Magst du Adac in Cornwall? Ja, also da geht es jetzt angeblich zu so einer Mine runter. Ihrer Radfahrer. Der hätte aus Harry Potter sein können, oder? Ich habe mir den nicht angeguckt. Da drüben ist so ein Denkmalsdingens hier. So also da hinten sieht man auch noch hier so eine Art Förderturm und so einen großen Schornstein. Ja, und hier, das ist dann so ein ehemaliger Verarbeitungsbetrieb. National Trust, da drüben sieht man das. National Trust, das ist eine Organisation, die sich um Denkmäler kümmert, also auch um Industriedenkmäler, wie hier unser Türmchen da hinten. Da wird in England sehr wenig Zuschuss vom Staat gewährt. Deswegen ist vieles also in Hand vom National Trust. Alles muss quasi durch Spenden und Eintrittsgelder erwirtschaftet werden. Und deswegen sind die teilweise immens teuer. Also hier in England ein Schloss besichtigen, bist du immer gleich mit 20 bis 40 Pfund dabei. Aber wie gesagt, hier ein Remains von der Zinnproduktion und dem Zinnabbau hier in Cornwall. Ja, dann habe ich natürlich noch das Getränk. Diesen wunderbaren Cornish Coffee. Das war der kreislichste Kaffee meines Lebens. Kann ich nicht empfehlen. Aber ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, ein Daumen hoch, sehr schön. Ein netter Kommentar. Und ansonsten sagen wir, liebe Leute, Pfiat's euch. Hast du jetzt den Laden leer gekauft? Nein. Was hast du gekauft? Weiß nicht. Sagst du nicht? Die hat den Laden leer gekauft.